Ein automatischer Uploadfilter, welcher noch effizienter verhindern soll, dass die Rechte Dritter in Urheberrechtsbelangen verletzt werden. Speziell wird sich hier aber für die Künstler, große Firmen, TV- und Nachrichtensender und auch Wissenschaftler eingesetzt. Auf dem Papier erstmal eine Idee, die gar nicht so verkehrt klingt. Nun aber mit dem Beschluss des heutigen Tages, des 20. Juni 2018, zur Einschränkung der freien Meinungsäußerung und zur totalen Zensur unseres Internets, wie wir es kennen. Eine viel größere Gefahr darstellt, als wir es wohl alle anfangs vermutet haben. Ein neues Gesetz, passend parallel zur WM durchgeboxt, damit es so wenig Unruhen wie möglich gibt, wurde nun scheinbar vor wenigen Stunden vom EU-Parlament in knapper Mehrheit zugestimmt. Mich macht diese Entwicklung und der momentane Stand der Dinge so sprachlos, dass ich lieber meine YouTube-Kollegen einmal zusammenfassen lasse. Denn einige teilweise sehr reichweitestarke YouTuber haben sich zu diesem Thema schon zu Wort gemeldet und es ist nicht sehr schwer zu erkennen, dass wir wohl alle einer Meinung sind, was das angeht. Artikel 13 sieht vor, dass Websites oder Internetplattformen in Zukunft dazu verpflichten soll, sogenannte Upload-Filter einzubauen. Also Algorithmen, die checken sollen, ob eventuell ein Copyright-Verstoß vorliegt, wenn du beispielsweise Bilder in Videos benutzt, wenn du dich beispielsweise mit Ausschnitten auf andere Quellen beziehst oder auch wenn du zum Beispiel Memes baust oder wenn du Fanvideos auf YouTube machst, wenn du einen Blog hast, der über aktuelle Events berichtet. Kurz gesagt, wenn du dich kreativ ausleben willst, wenn du deine Meinung zu etwas teilen möchtest oder aber auch wenn du über etwas berichten möchtest. Moment mal, ich stell gerade fest, wow, ich bin voll gefickt. Und diesmal geht es um einen Gesetzesentwurf, der eine Infrastruktur der Zensur schafft unter dem Deckmantel des Urheberrechtsschutzes. Und sollten diese Uploadfilter wirklich kommen, wäre das mega scheiße. Das ist keine freie Meinungsäußerung mehr, ja. Das ist, ihr müsst euch das mal vorstellen, als wäre es nicht das Internet, was ja sozusagen eine Erweiterung der Kommunikation ist, sondern die direkte Kommunikation. Stellt euch mal vor, euer Mund hätte einen Filter. Ihr könntet nicht mehr alles sagen, was ihr denkt, sondern es muss erst durch einen Filter von Regierungen und Unternehmen. Das ist crazy, oder? Und ist deswegen nicht nur für jeden Creator, YouTuber, Musiker, Grafiker, DJ, Remixer, Blogger bedrohlich, sondern auch für alle, die deren Werke konsumieren. Artikel 13 sieht vor, dass alle Provider Upload-Filter einführen müssen, die schon während des Hochladens überprüfen, ob damit Copyright verletzt wird. Jedes Bild, jedes Video, jede E-Mail, Wenn man sich überlegt, wie gut der YouTube-Filter klappt, nämlich gar nicht, wo ständig alles demonetarisiert wird, obwohl es überhaupt gar nicht irgendwie... das wird absoluter Horror. Das wird der absolute Horror. Das Internet wird einfach down gehen. Das ist irrsinnig, wenn man nicht mehr im Internet die Möglichkeit bekommt, an Dingen Kritik zu üben, Dinge neu zu strukturieren, neu umzuformen. Ja, es wird viele Bereiche betreffen. Betreiber wie zum Beispiel YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und auch andere Betreiber, also eigentlich alle Hosting-Provider, sollen zukünftig dazu verpflichtet sein, lückenlos zu prüfen, was ihre Nutzer hochladen, mit dem Ziel, dass es zukünftig keine Urheberrechtsverletzungen mehr gibt. Wenn man zum Beispiel ein Video auf YouTube hochlädt und man verwendet anderes Material, aber im Rahmen des Zitatrechts oder im Rahmen der Kunstfreiheit, also sprich, wenn man zum Beispiel eine Parodie hochlädt, dann kann ein solch automatisches System gar nicht unterscheiden, ob das jetzt nun urheberrechtliche Probleme mit sich zieht oder ob das quasi ein legaler Upload ist. Jedes Mal, wenn man als ein Content Creator denkt, nö, es kann nicht mehr schlimmer werden im Internet, kommt irgendein Politiker her und sagt, doch, kann es. Wenn man den EU-Artikel 13 in ganz simplen Worten beschreiben würde, dann ist es die totalitäre Zensur des ganzen Internets. Kurzum, dieser sogenannte Artikel 13 wird das Internet auf eine Art und Weise einschränken, wie wir uns in unseren schlimmsten Albträumen das Ganze nicht erträumen könnten. Um ehrlich zu sein und das Ganze noch ein bisschen dramatisch zuzuspitzen, Artikel 13 öffnet der Internetzensur endlich Haus und Hof. Du bist mit einer Berichterstattung nicht einverstanden? Oder könnte ja ein Bild oder eine Soundspur oder ein File oder ein Video aus von dir drin sein. Zitatrecht oder öffentliche freie Meinung oder Journalismus? Fuck it all! Stell dir jetzt vor, du bist ein kleiner YouTuber oder ein kleiner Influencer, der versucht groß zu werden und kannst diese Instrumente nicht mehr verwenden. Das heißt, du musst nur einen Hype um deine Person erschaffen, um die Person, die kein Schwein kennt. Und dieses dich in die Knie zu zwingen, versucht halt EU mit diesem Gesetz durchzuziehen. Ist aber auch in einer weiteren Hinsicht sehr dramatisch und problematisch, weil sie sagen zwar damit nur, wir möchten die Copyright und Sachen, die den anderen gehören, schützen, aber sie überwachen dich dann noch viel intensiver. Stell dir jetzt mal vor,
Du bist ein Mädchen, das ein Nacktfoto an deinen Freund schickt, okay? Du liegst in einem Bett, hinter dir ist ein Poster von irgendeinem Star, sagen wir mal, oder so. Und das System hat dann das Recht, auch wenn da nichts im Hintergrund ist, deine Bilder durchzuchecken und zu schauen, was du machst. Ja, sie sehen auch deine Nacktbilder! Vor allem aber schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Unter dem Punkt Quellen findet ihr da nämlich die Petition, die man in den nächsten Stunden unbedingt noch unterschreiben sollte, damit einfach jeder sieht, wie viele Menschen dagegen sind. Und immerhin sprechen wir ja bei der Demokratie von der Macht des Volkes. Umso mehr Leute also bei dieser Aktion zusammengekratzt werden, desto mehr muss man sich in der Politik entweder die Blöße geben und zu sagen, ja, wir scheißen halt drauf, auf die freie Meinung des Volkes. Oder man schenkt dem Ganzen Gehör und es ist noch nicht zu spät. Und genau diese Petition hat in den letzten Tagen fast eine halbe Millionen Menschen erreicht. Doch wenn es momentan so aussieht, als ob man dieses Gesetz nicht mehr aufhalten kann, bitte ich euch noch einmal inständig darum, diese Seite aufzurufen, wessen Link ich natürlich in der Videobeschreibung dieses Videos sowie auch als angepinnten Kommentar hinterlassen werde, damit ihr dennoch auch jetzt eure Unterschrift dagegen setzen könnt. Denn leider geht es hier wohl um nicht weniger als das Ende von YouTube selbst, so wie wir es kennen. Sämtliche YouTuber, mich eingeschlossen, werden keinerlei Chance mehr haben, irgendetwas hochzuladen, worin wir uns auf etwas oder jemand anderes beziehen können. Yo, was geht ab, Leute? Endlich mit einer neuen Ausgabe von... Oh, fuck, die Box steht noch im Hintergrund. Sorry, SpongeBob. Aber du musst hier weg. Endlich ist das neue Album von... draußen, meine Freunde, und ich sage euch eins, dieses Ding hier ist jeden verfluchten Cent wert. Bei Songs wie oder merkt man einfach diesen Stilwechsel an und es passt so gut zu ihm. Aber es reißt mich halt jetzt auch nicht extrem vom Hocker so, und ich würde mir halt wieder wünschen, dass, weil er hat's drauf, als einer der wenigen Rapper, mich wirklich vom Hocker zu reißen, dann mal wieder so ein Ding zu bringen, ne? Meine Hoffnungen sind ja so ein bisschen auf den gleichnamigen Albumsong der jetzt gleich als nächstes kommt. Let's find something fun to do. Oh mein Gott, nein, oder? Das ist nicht der Moment, oder? Und es gibt keine Chance mehr für einen sogenannten YouTube-Creator. Und das Wort könnte nicht besser passen, als es jetzt gerade passt in diesem Zusammenhang. Seine Kreativität zu Papier bzw. zu Video zu bringen. Ich sage euch ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Man kann nur hoffen, dass diese Geschichte noch eine Instanz weitergeht und sämtliche Entscheidungsträger in dieser Geschichte einfach wach werden.